So, Freunde, willkommen zu Let's Play Pokémon Smaragd, das ist doch Challenge und ich bin krank und Mann, habe ich grausam geschlafen. Egal, beim letzten Mal die Höhle ein bisschen gesäubert und ihr seht, ich habe ein bisschen trainiert. Ja, Pay kommt gleich her, ihr solltet wissen wieso. Und Bertha habe ich auch wieder 36 gebracht und das war es auch schon so ziemlich. Und Freunde, war ich angepisst von dem Training. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Besten Grund hat das? Das hat einfach folgenden Grund, dass... wirklich, die Aufnahmen haben so sehr abgespeichert. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um das hier alles fertig zu kriegen, weil immer der Emulator wieder total die Slow Motions hatte. Dann abgekratzt ist, oder mein Aufnahmeprogramm oder sonstiges, oder bla 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 bla. Und ja, das war nervig. Ich bin froh, dass wenigstens ein Teil der Aufnahmen noch gerettet werden konnte, weil er schon ein bisschen am Speichern war, aber... Nee, ey, nervig. Ah, genau, was ich gebraucht habe. Lustig. So, und jetzt. Hey, Peggy, wie geht's dich? Finally. Glückwunsch, dein Pferd wurde zu Logok. Oh yeah. Pegasus, Feuerfäger zu erlernen. Yeah. Da, Feuerfäger. Ich glaube, es kann auch nur Logok lernen. Hohe Feuerquote für menschliche Verbrennung. Ist eine starke Attacke, hat eine etwas geringere Genauigkeit, aber Scheißenruf. So. Und Pegasus lernt Feuerfäger. Yay. Yeah. So. Ich würde mal sagen, geht's auch schon einfach los, aber ich wollte mir noch die Werte angucken können. Oh, willst du es wissen, mein Kleiner? Bart, ey, keine Chance. Tschüss. Ach ja, Georg. Ich kann dich leider nie zu einem Gearbats machen dann später. Das ist voll schade für... den lieben Blackie, aber naja, ich meine epische KP und brrrr, sei ein Angriff, der zum Knutschen ist. So, ja, sein Wächter kommt gegen einen kleinen Stein. Oh mein Gott, los, Peggy, ich bin heute gnädig und lass dich am Leben. So. Gordon, jetzt kann dein Schlummern den heißen Magma stillen. Du wolltest diese blaue Kugel haben, nicht wahr? Ich habe sie dir gebracht. Ihr Licht soll dich aufwecken. Nun zeig mir. Zeig mir deine ganze Kraft. Okay. Gordon, was ist los? Die blaue Kugel ist doch der Schlüssel eurer Hilfe nicht. Gordon, wo bist du hin? Du warst das also. Ich habe gesehen, wie du unser Lauf. Was? Also, wie du unerlaubterweise deine Nase und dort hineingesteckt hast. Ich stehe es jetzt. Du hast eine ganz billige Nummer abgezogen. Okay. Oh ja, das Kampfteam ist so geil. Es ist einfach geil. So. Mann, nein. Und. Oh, ho, ho, ist doch ein bisschen höher. Oh, Scheiße. Oh shit, so gar nicht trainiert. Oh man. Naja, erstmal Potzer. Weil Magnein müsste mir nicht viel entgegenzusetzen haben. Ich bin sogar schneller, wie geil. Na gut, es kann mich langsamer machen. Das ist natürlich schon eher uncool. Oh, Doppelkick. Oh, das ist bei Pegasus erhöht. Das wird jetzt aber ganz uncool. Es sei denn, ich treffe. Oh, läuft ja schon geil und alter Falter. Los, komm, vernichte es. So. Oh Mann. Ist dann One-Hit. Also gut, ich hätte schon am Anfang ersetzen können, wie scheiße. Nein. Na, so jetzt.
Oh mein Gott, nein, das ist kein Rap. Egal, ich hoffe noch, weil Beate müsste mit Snap, mit Item und Server hat eine hohe Stärke. Bei Vielfachschwäche, Dreifachschwäche, kann Rap definitiv one-hitten. Alter, 39, ich wäre ja sowas von gestorben. Alter, Malle, ach du Kacke. Ich schätze, dass du den Level viel zu sehr. Wams, das war's. Wundervoll, oh mein. Und da haben wir Expert. Oh, scheiße, ey. So, Traktor. Bitte, enttäusch mich nicht. So. Ich hätte ja auch Camerad einsetzen können. Ja, Funkensprung, ich setze bis ein. Ein voll. Genau, das ist ja voll normal. Ich doch am Arsch. Mann! Immer kack, Volltreffer, scheißen, ey. Flügelschlag. Oh fuck. Ha! Ja, Traktor müsste das gut reißen können. Funkensprung. Mann! Och Mann, ja! Ist doch okay, Mädels! Zuerst heilen, dann Verwirrung aufheben und dann angreifen ordentlich. Ah, es ist paralysiert, das ist mal eine schöne Sache. Hyperheiler FTW, ey. Hyperheiler FTW. Bam. So, das war schon für dich und jetzt Funkensprung auf Doom. Bitte sei besiegt. Deine Verteidigung müsste eigentlich grottig sein. Oder auch nicht. Oh. Ich finde es kackfee. Was? Doch mit schon. Okay. Ein etwas schlauer NPC, wie wir sehen, egal, es wird nicht helfen. Funkensprung. Bam. Jetzt bis ein. Ah, schön. So. Ja, komm, zöger deinen Tod hinaus. Ja, also. Supreme! Okay, noch ein Treffer, ist fertig. Und tschüss, Mann! X-Bot got out by Traxco. Oh, nice Erfahrung, ey. Mal was macht. Wie kommt es, dass du so gut mit Polen umgehen kannst? Ich bin ein Naturtalent in vielen Bereichen des Lebens. Es muss einen Grund geben, warum Gordon geflohen ist. Das willst du mir noch sagen, oder? Du meinst, das verstehe ich nicht? Da Gordon weg ist, hat dieser Vulkan keinen Nutzen mehr. Ich werde Gordon folgen. Hier trennen sich unsere Wege. Und das war's für Mark. Ja. Ein netter Geselle, findet ihr nicht? So, kein Bock, dass mir wilde Punkte auf den Sack gehen. Femrate, bitte bleibt noch lock. Achso, unten entlang. Hoppala. Egal. Hat Fluchtzeile gefunden. Ich nehme den normalen Weg. Oh nö! Framerate, komm schon! Bleib normal. Ey, was ist denn los? Hab ich ja noch nie, ey. Naja. So, und hier sind wir ausgegangen. Dafür war nämlich die Treppe und das Ding da. Ey, cool, ne? So, jetzt sind hier alle aus Mario weg. Von da können wir uns verzwirbeln. Ja, komm, sag's gut. Eliminiere es. Ich würde sagen, erfolgreicher Sieg gegen Mark. Was steht jetzt an? Training muss noch nicht sein. Ich werde jetzt nämlich in das Versteck von Team Aqua gehen. Ja, weil das ist unser nächstes Ziel. Und von daher können wir diesen Jahr wohl Folge leisten. Natürlich erstmal ein bisschen einkaufen und so. Schutz wird nicht mehr. Ach ja, schön. Ich werde auch so viele Parts, aber in Smart gibt es auch meiner Meinung nach wesentlich mehr zu tun. Und ich überlevel nicht so krass. Von daher ist das schon machbar im Bereich. Ey, wo sind wir? Top 4. Jetzt kommt die Zeit wieder vorbei. So. Verbindung, Punkt, Lagersystem. So. Wir nehmen dann alles mit. Wifi! Yeah. Dafür kommt Beate noch raus. So, das war sein Verdienst.
Pedo kommt mal rein. Das soll wieder drin bleiben. Ich lasse mal Ichi drin, ne? Ich will gerne, dass Ichi ein bisschen Erfahrung bekommt, damit man ein bisschen höher kommt. Ja, Team sollte so erstmal ausreichen. Warte, habe ich jetzt ein Team mit Surfer? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Gut, Navi, du musst hier mitkommen. Dann danke dir für die Unterstützung. Yay! Ja, unser Team wächst und gedeiht. Und eigentlich möchte Becky nur ein Level, aber darum können wir uns ein andermal. So. Ach ja. Ach halt, nee, stopp, doch, ich will erstmal einkaufen. Na, ich verspreche mich drauf. So, damit Ichi ein bisschen Erfahrung bekommt, weil 10 Level und so für Ichi alleine sind schwer zu holen. Eben. Wir helfen einander, wir sind ein Team. EB-Teiler. Ja. So, kommst du mal kurz von da vorne weg und Jen kommt nach vorne. Yay! Ich müsste Jen das Versteck total rocken, weil sie einfach übermächtig ist. In dem Fall. Ja, wir kommen morgen wieder am Arsch. Weil ohne Sprung und sowas, ich meine, nein, sowas haben mit Biss und so hier nicht wirklich was zu melden. Gegenüber Gen und Wasser-Pokémon allgemein hier für Elektro, Instant, Death of Doom und so. Wie geht ich habe? Ich spiele eigentlich viel zu sparsam, aber zu viel ist ja auch nicht cool. So, jetzt hätte ich noch gerne so das Paare-Heiler zu gedünstet. So, hab ich gegen das noch alles? Yo, Paare-Heiler? Yo. Nein, hab ich noch. Ach, leck mich doch, ich lasse es so. Und ich zeige euch mal den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl. Mädchenparty, wow! Hallo! Willkommen, Sega, so zieht die Einkaufszentrum. In welchem Stockwerk möchtest du, ja, ich meine natürlich fahren. In sie geht schon. So! Habt ihr das gesehen? Voll übertrieben. Unser Held kann nicht Fahrstuhl fahren. Ah, nein! Mach, dass es aufhört! Okay. Sollte mal reichen. Die Freude, schöner Götterfunke. Und wir sind da. Ja, ich drehe total am Rad. Aber egal, es macht Spaß. Einfach so, dass ich auf die erste Schiene nehme. Das ist doch toll. Es erfreut die Seele. Diesen lauter Aquanis und so. Ja, Aquanis, das ist die Zeichen für den Stamm der Aqua-Typen. Ah, nee, warte. Ach, nee, warte. Fast hätte ich denselben Fehler gemacht. No. Der Weg ist nämlich momentan versperrt. Der Weg ist versperrt. Quatschen! Ja genau, wir haben vor unserer Expedition weiter fortzuführen. Das ist wunderbar, Captain Black. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres Vortermin keine Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu neuen Aufregungen gefunden, die erwähnen zu dürfen. Was mit mir? Hey, ich bin doch euer Star! Okay. Das war das erste Mal, dass ich für ein Fernsehsender interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. Oh, sorry, gut siehst du aus. Wir haben bei unserem letzten Team aktuell eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf der Route 128 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémon, das schon lange ausgestorben ist. Captain Break, nehmt es an. Wir von Team Aqua werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Eure Gewalt sind bedeutungslos. Wir erwarten absolute Kooperation. Mal sehen, was ihr zu diesem Plan von Team Aqua sagt. Was ist das Ganze? Sieht aus, als plötzlich jemand ein Megafon. Wo kommt das her? Das kommt von der Anlegestelle. Ich mach's immer falsch. Ach so, gut. Jemand versucht es zu stehen. Ich soll bitte komm mit mir. Episch. Ah! Oh. Nicht schon wieder. Du bist ganz schön hartnäckig, uns bis hierher zu folgen. Das wollte ich schon sagen. Und nun, niemand kann uns stoppen. Niemand. Und was ist an unserem Versteck, Sega? Was wird die Folgen? Jo, ich bin eigentlich voll daneben gesprungen, aber scheiß drauf. Waru, warum sind Sie einfach ein Tiefsee-Forschungsboot einstehen wollen? Ich könnte auch nicht hinter den sicheren anderen Pokémon am Meeresgrund her sein. Selbst wenn ich sie folgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie. Ein Fall für Captain Awesome! Nein. Ja, also kurz, sie haben das U-Boot geklaut und jetzt haben wir das Versteck, weil Schurken verraten irgendwie immer ihre Verstecke, aber klar, wie sollen Spieler sonst drauf kommen, sind ihre. Naja. So. Die
So, und Norton, du musst dich wirklich stehen, Partner, weil bist du für die Kamera geil. Oh, ey, Kräkenrabler mit dem Charakter. So. Wobei. Wobei. Nein, müsst ihr so hinhauen. Weil in der Anlage können wir zum Beispiel einen Punkt fangen und es kann leider Finale. Und deswegen, aber ich scheiße drauf, ich riskiere es. So, nein, stopp. Ich will auf meine Karte, ich will auf meine Zeit gucken. Ah, okay. Freunde, das war's für heute mit Bobo 2 Nurse Lock Challenge. Beim letzten Mal kümmern wir uns um das Versteck von Aqua. Ja, auch was Team Aqua verdient. Ja, und immer zerstören wir die Verstecke von den Bösewichten. Irgendwie hat der Held dafür so ein Fable. Egal, bis dann, tschüss.